Hallo und herzlich willkommen zu dieser Woche Webtechnologie, zu unserer kleinen Vorlesungsreihe über Webtechnologien, HTML, CSS, JavaScript und heute nochmal dem Thema Datenbanken. Wir haben in der letzten Woche angefangen, uns damit zu beschäftigen, haben ein paar Begriffe kennengelernt, haben uns vor allem dann das relationale Datenbankmodell sowohl theoretisch als auch praktisch angeschaut und so erste Schritte mit SQLite bzw. insgesamt mit der Anfragesprache SQL tatsächlich gemacht. Und wir werden heute auch direkt da an diesem Punkt weitermachen, uns mit ein paar komplexeren Themenbereichen oder Funktionen von so relationalen Datenbanken auseinandersetzen. Und bevor ich jetzt gleich mit dem Vorlesungsteil beginne und wir uns gemeinsam die Folien anschauen, würde ich Sie bitten, vielleicht einfach kurz Hallo zu sagen, wenn Sie Lust haben, entweder im Rocket Chat. Da habe ich für diese Sitzung wieder einen kleinen Thread aufgemacht oder Sie schreiben mir einfach im Twitch-Chat. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenn Sie irgendwelches Feedback loswerden wollen, können Sie auch einfach in Twitch dann direkt reinschreiben. Schauen wir mal, ob zumindest irgendjemand sich vielleicht rührt. Im Moment schaut es fast so aus, als ob ich hier alleine bin. Geben Sie mir mal ein kurzes Lebenszeichen, ob Sie da tatsächlich da sind und ob Sie mich hören können, ob Sie dabei sind und jetzt auch Lust auf die Vorlesung haben. Zumindest im Rocket Chat scheint jemand da zu sein. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Vielleicht kommen ja noch ein paar Leute dazu. Ich wechsle zu den Folien und dann können wir auch direkt loslegen. Ich habe schon angekündigt, das, was wir heute machen möchten, ist dann tatsächlich die Fortsetzung von dem, was wir in der letzten Woche angefangen haben. Wir werden uns heute ein bisschen weiter mit dem Thema Datenbanken auseinandersetzen und im Speziellen natürlich dem relationalen Datenbankmodell, das wir in der letzten Woche kennengelernt haben und dann auch mit der Abfragesprache SQL. Wie wird das Ganze ablaufen? Wir versuchen mal, das heute ein bisschen kurz und knapp zu halten. Wir fangen an mit einem kleinen Rückblick auf die letzte Sitzung, fassen nochmal so die wichtigsten Themen zusammen. Wir schauen uns dann an, wie man vielleicht auch komplexere Zusammenhänge in einer Datenbank abbilden kann. Und dann vor allem dabei die Funktion oder die Möglichkeit mehrerer Relationen nutzen kann. Wir schauen uns auch an, wie wir Datenbanken manipulieren können. Das heißt, wie wir vor allem auch die Datenbankstruktur, das Schema, dann durch entsprechende SQL-Befehle tatsächlich beeinflussen und zum Beispiel neue Tabellen ergänzen können. In dem Zusammenhang, wenn wir dann dabei sind, dass wir so eine komplexere Datenbankstruktur tatsächlich haben, die aus mehreren Relationen aufgebaut ist, müssen wir auch irgendwas damit machen und wir werden uns anschauen, wie wir dann Abfragen über mehrere dieser Relationen gemeinsam durchführen können. Also wie können wir in einer Abfrage Informationen, die sich vielleicht an unterschiedlichen Stellen der Datenbank befinden, zusammenführen. Dann gibt es am Ende noch so einen kleinen halb theoretischen Ausblick auf ein bisschen Datenbanktheorie und zwar im Speziellen auf das Thema Datenbanknormalisierung. Da geht es dann darum, wie Sie ein Datenbankschema optimieren, um bestimmte Problemfälle, wie zum Beispiel schlechte Optimierung oder mögliche Fehlerfälle durch Duplikate, tatsächlich verhindern können, indem Sie nach bestimmten Vorgaben, nach bestimmten Schritten, Schritt für Schritt Ihre Datenbank, Ihr Datenbankschema in eine möglichst optimierte Form überführen. Das hört sich irgendwie sehr theoretisch an, aber das ist tatsächlich auch eigentlich ein sehr praktisches Beispiel, was wir uns dann da anschauen werden und was Sie dann auch in der Übung im Anschluss nochmal selber nachvollziehen können. Ich habe für die Übung bzw. für die Vorlesung eine
aktualisierte Fassung von der Datenbank aus der letzten Woche in GRIPS hochgeladen. Wir werden jetzt heute wahrscheinlich nicht hier mit dem SQLite-Browser praktisch arbeiten, aber wenn Sie irgendwas von dem, was in der zweiten Hälfte vom Foliensatz vorkommt, zu Hause ausprobieren möchten oder selber vielleicht mal anfragen an jetzt etwas komplexere Datenbanken stellen möchten, finden Sie im GRIPS-Kurs eine erweiterte Variante von dieser Kader-Datenbank, in der Sie dann mehrere Relationen finden. Ein ganz kleiner Hinweis noch, bevor wir wieder in diese Datenbank-Thematik einsteigen. Wir haben uns ja am Ende von der letzten Sitzung dieses Code-Beispiel nochmal angeschaut, diese Visualisierung der Studierendenstatistik, die wir vor 2 Wochen angefangen haben zu implementieren. Ich habe Ihnen da auch im GRIPS-Kurs nochmal eine etwas stärker kommentierte Fassung hochgeladen. Ich habe da mich auf eins der beiden Module konzentriert, aber nochmal versucht, Ihnen mit ein paar Kommentaren im Code so ein bisschen genauer zu erklären, wie diese Modularisierung funktioniert und wie Sie dann diese Teilkomponenten der Anwendung dann tatsächlich in andere Bereiche Ihrer JavaScript-Anwendung einfügen können. Vielleicht können Sie sich das ja mal anschauen und wenn Sie da noch irgendwie Fragen haben oder noch Dinge offen sind, Probleme offen sind, dann melden Sie sich einfach nochmal. Was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben erstmal vielleicht für einige Leute ja tatsächlich neu kennengelernt, was Datenbanken eigentlich sind. Das sind so Orte, Werkzeuge, an denen wir Informationen oder erstmal Daten strukturiert speichern können und durch diese Struktur und durch die Möglichkeit gezielt Anfragen oder Abfragen zu stellen, gewinnen wir dann als Nutzer oder Nutzerin von so einer Datenbank Informationen. Wir haben gesehen, dass es eine ganze Menge unterschiedliche Philosophien gibt, wie man so eine Datenbank aufbauen kann. Wir haben sowas wie ein dokumentenorientiertes Datenbankmodell kurz gesehen, objektorientierte Modelle und haben dann uns aber mit einem ganz konkreten Modell, nämlich dem relationalen Datenbankmodell, ausgiebiger beschäftigt und das auch ausprobiert. Und das basiert auf dieser Tabellenmetapher sind nicht wirklich Tabellen, aber man kann sich das so vorstellen, in denen zeilenweise zusammenhängende und gleich strukturierte Datensätze, die sogenannten Tupel, abgebildet werden und die einzelnen Attribute dieser Tupel oder Daten dann durch die verschiedenen Zellen in den unterschiedlichen Spalten abgebildet werden. Das ist irgendwie so das Grundkonzept von diesem relationalen Datenbankmodell und wenn man da irgendwie bisschen noch mehr Informationen braucht oder jetzt am Anfang sich das vielleicht noch nicht so gut vorstellen kann, haben wir auch gesehen, dass es ganz viele Begriffe oder Metaphern gibt, die man aus diesem Tabellenkonzept dann auch in tatsächlich das Datenbankkonzept übertragen kann. Also Tabelle und Relation ist so ein Beispiel für zwei Begriffe, die nicht das gleiche bedeuten, aber die man sich so als Eselsbrücke an der Stelle dann merken kann. Wir haben gesehen und das war eher so eine theoretische Information bis jetzt, dass so ein Datenbanksystem also nicht nur aus der Datenbank besteht, sondern dass es eben auch eine meistens Softwarekomponente gibt, die das Ganze irgendwie kontrollieren muss und eine Abfragesprache. Und das haben wir dann praktisch ausprobiert, mit der man die Informationen, das Wissen, was in dieser Datenbank drinsteht, dann auch tatsächlich über eine strukturierte Schnittstelle abfragen kann. Wir haben in dem Zusammenhang SQL als eine standardisierte Abfragesprache kennengelernt, auf der andere Sprachen basieren und auch andere Datenbanksysteme basieren. Und was wir uns ganz praktisch angeschaut haben, war dann SQLite. Und das ist dann eine ganz, ganz konkrete Ausprägung von einem Datenbanksystem, das dann selber wieder auf dem Modell der relationalen Datenbanken aufgebaut hat. Wir haben uns das an einem kleinen Beispiel angeschaut, diese Kadertabelle von der Frauenauswahl des DFBs und haben da schon erste SQL-Anfragen, zumindest um Informationen auszulesen, dann tatsächlich auch getätigt. Und jetzt geht es weiter. Jetzt beginnen wir damit, dass wir die Datenbanken, mit denen wir umgehen, ein bisschen komplexer gestalten, weil auch die Informationsbedürfnisse oder ganz generell einfach die Informationen, die wir abbilden möchten,
komplexer werden. Also es reicht uns nicht mehr, dass wir vielleicht irgendwie 5 Attribute von den Spielerinnen erfassen, sowas wie die Nummer, die Position, Name und vielleicht Verein, sondern dieser Informationsraum, in dem wir uns da begeben oder bewegen, der wird vielleicht größer. Es gibt Informationen über Vereine, über Ligen, über irgendwelche Spielergebnisse oder sowas und dementsprechend müssen wir auch unsere Datenbank anpassen. Und in dem Moment müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das am besten machen. Also wie gehen wir dabei vor, wenn die Informationen, die wir in der Datenbank speichern möchten, strukturell sich vielleicht irgendwie ausdehnen, das Ganze komplexer wird. Wie schaffen wir es da, dann irgendwie den richtigen Weg zu finden, ohne dass das Ganze zu Chaos führt und wir nicht mehr wissen, was wir da eigentlich für eine Struktur verfolgen. Wenn Datenbanken komplexer werden, dann sollten wir sowas hier vermeiden. Was ist das Problem? Wir wollen in unserer Kadertabelle Informationen zu den Vereinen der Spielerinnen ergänzen. Also wir haben bis jetzt die Informationen, wie heißt eine Spielerin, wie häufig hat die schon für die Nationalmannschaft gespielt, auf welcher Position spielt die, wann hat die vielleicht debütiert und was ist der Name von dem Verein. Und jetzt gibt es aber vielleicht noch weitere Informationen, die in diesem Gesamtkontext Frauenfußball-Nationalmannschaft für vielleicht diese einzelnen Einträge wichtig sind. Also ich möchte zum Beispiel nicht nur wissen, wie der Verein heißt, bei dem irgendeine dieser Damen spielt, sondern ich möchte vielleicht auch wissen, in welchem Land dieser Verein ansässig ist. Vielleicht auch in welcher Stadt und in welcher Liga die spielt. Damit ich wieder neue Anfragen und neue Informationen generieren kann. Ich möchte zum Beispiel wissen, wie viele Spielerinnen spielen in der Bundesliga oder wie viele Spielerinnen spielen nicht in Deutschland. Wie viele spielen vielleicht in einer hohen Liga, vielleicht wie viele spielen irgendwie eher nur in der drunterliegenden zweiten Liga. Frauenfußball gibt es, glaube ich, nur eine Bundesliga, aber es gibt darunter dann ja auch andere Ligen, in denen die Leute spielen können. Das heißt, wir haben irgendwie mehr Bedarf an Attributen, die wir für dieses Informationsbedürfnis oder für das Stillen von diesem Informationsbedürfnis brauchen. Und eine blöde Idee wäre es, wenn wir jetzt einfach ständig und immer weiter versuchen würden, diese Attribute in diese eine Tabelle zu ergänzen. Dann hätten wir irgendwann eine Tabelle mit ganz, ganz vielen Spalten und würden zwei große Probleme entstehen lassen. Das eine sind Duplikate. Wenn Sie sich mal diese Tabelle ganz genau anschauen, dann sehen Sie in dem ersten und in dem zweiten Tupel bei der Alexandra Popp und bei der Lina Margul, dass die im gleichen Land spielen und auch in der gleichen Liga spielen. Das sind Duplikate drin, die man vielleicht einfach in irgendeiner Art und Weise vermeiden möchte. Was da auch drin ist, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt sieht, aber was man vielleicht ein bisschen konstruieren könnte, sind Probleme, die dann dadurch entstehen, wenn sich vielleicht einer von diesen Werten ändert. Was wäre zum Beispiel der Fall, wenn tatsächlich irgendwie eine zweite Bundesliga für den Frauenfußball eingeführt worden würde und wir jetzt die Bundesliga selber, die im Moment nur als Bundesliga in dieser Tabelle drin steht, vielleicht in erste Bundesliga umbenennen würden. Da müssten wir das an ganz, ganz vielen Stellen tatsächlich machen. Das heißt, wir haben Probleme, die dadurch entstehen, dass wir diese zusätzlichen Informationen, zum Teil dupliziert, einfach als neue Attribute in einer Relation ergänzen. Was wir machen können, um dieses Problem zu vermeiden, ist mehrere Relationen nutzen, also umgangssprachlich formuliert, mehrere Tabellen nutzen, die Informationen auf diese unterschiedlichen Tabellen aufteilen und dann uns überlegen, wie wir Einträge von einer Tabelle mit Einträgen in einer anderen Tabelle verbinden können. Also wir versuchen erstmal innerhalb unserer Datenbank Ordnung zu schaffen. Alles, was zu den Spielerinnen gehört, kommt in eine Tabelle. Alles, was zu den Vereinen gehört, kommt in eine andere Tabelle. Und dann verbinden wir diese beiden Informationen durch einen Wert, der in beiden dieser Tabellen identisch ist oder zumindest über vielleicht irgendwie eine andere Tabelle dann die Verbindung aufbauen kann. Wie könnte sowas ausschauen? Ich habe hier meine Team-Tabelle, also die Kader-Tabelle. Die bleibt erstmal so, wie sie ist. Wir haben entweder ergänzt oder das
kann ja auch schon drin gewesen sein, diese eine Spalte, die den Verein repräsentiert. Also da steht drin, bei welchem Verein spielt diese Spielerin, wenn sie nicht in der Nationalmannschaft spielt. Die Informationen zu diesem Verein, die vielleicht relevant sein könnten, wann ist der Verein gegründet worden, in welchem Land ist der Verein ansässig, all das packen wir nicht als zusätzliche Attribute in die Teamtabelle, sondern wir erstellen eine zweite Relation, also eine neue Tabelle, in der wir nur die Informationen auslagern, die jetzt was mit den Vereinen zu tun haben. Also zum Beispiel vielleicht sowas wie den Kürzel, angesprochen schon die Gründung, das Land, in dem die ansässig sind und so weiter und so weiter. Und wir können dann über ein Attribut, was beide Spalten bzw. beide Tabellen haben, dann tatsächlich die Verbindung wieder aufbauen. Also wenn wir jetzt dieses Vereinsattribut, den kompletten Namen in die Relationstabelle ergänzen würden oder vielleicht irgendwie das Kürzel ergänzen würden, dann könnten wir eine Verbindung zwischen diesen beiden Relationen aufbauen und dann wieder die Informationen, die zusammengehören. Also dass zum Beispiel die Alexandra Popp, wenn sie beim VfL Wolfsburg spielt, eben in Wolfsburg spielt und in der ersten Bundesliga aktiv ist, dann wieder verbinden, weil wir diese Verbindung zwischen diesen beiden Relationen haben. Die Vorteile davon sind, wir vermeiden diese Duplikate. Wir müssen nicht bei jeder Spielerin, die in Wolfsburg spielt, diese Informationen bezüglich der Stadt und der Bundesliga oder der Liga an sich ergänzen, sondern die sind an einer zentralen Information gespeichert, an einer zentralen Stelle gespeichert und werden in den einzelnen Tupeln nur referenziert. Das heißt, auch wenn wir einen Wert, den Attributswert von einer elementaren Information anpassen müssen, wir das nur an einer Stelle machen müssen. Also wenn zum Beispiel der Vereinsname sich ändert, es kann ja passieren, dass irgendwie ein Verein aufgelöst wird, sich unter neuem Namen dann formiert oder vielleicht irgendwie überführt wird in irgendwie eine Aktiengesellschaft, kann ja alles passieren. Dann müssen wir das auch wieder nicht in jedem Tupel tatsächlich durchführen in dieser großen Kadertabelle, sondern es reicht, wenn wir diese Informationen ergänzen bzw. anpassen in der entsprechenden Teamtabelle. Wir haben auch ein besseres Verständnis davon, wie eigentlich unsere Datenbank aufgebaut ist, weil wir haben in diesem Mini-Beispiel, und vielleicht wirkt das jetzt für den einen oder anderen arg konstruiert, aber das macht man am besten sich auch an so kleinen überschaubaren Beispielen deutlich. Wir haben auch in diesem Mini-Beispiel irgendwie zwei unterschiedliche Informationsblöcke. Alles, was die Spielerin ausmacht und alles, was die Vereine ausmacht. Und wir können durch das Verwenden von zwei unterschiedlichen Relationen dann auch diesen semantischen Unterschied deutlich machen. Das eine sind die Vereine, das andere sind die Spielerinnen. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Blöcke an Einträgen in unserer Datenbank, die wir unabhängig voneinander pflegen. Und die Struktur unserer Datenbank, die Tatsache, dass wir da zwei Relationen verwenden, die drückt dann auch noch diesen semantischen Unterschied tatsächlich aus. Es wird ein bisschen komplizierter dadurch an manchen Stellen. Also Queries könnten mitunter komplizierter werden, da wir bei vielen Antworten auf Fragen, die wir uns jetzt so stellen, dann nicht mehr nur eine Relation als Ausgangspunkt von unserer Query betrachten können, sondern in der Regel mehrere dieser Relationen innerhalb einer SQL-Anfrage gleichzeitig verwenden müssen. Das ist aber eigentlich ein zu verkraftender Nachteil, weil die Vorteile auf jeden Fall überwiegen. Und was dann die Vorteile sind, werden wir, glaube ich, im Laufe dieser Sitzung dann noch ganz gut sehen. Also nur so als Mini-Hinweis, wenn Sie das machen, also und das müssen Sie auch machen und sollen Sie auch machen, dieses Strukturieren Ihrer Datenbanken in unterschiedliche Relationen, dann müssen Sie damit rechnen, dass die Queries komplizierter werden, aber die werden ohnehin komplizierter, weil wir diese Aufteilung auf Relationen nur dann durchführen, wenn wir eben auch komplexere Informationsräume gestalten müssen. Damit das jetzt irgendwie verwendbar ist, also damit wir, wenn wir jetzt diese Entscheidung treffen, eine Datenbank auf mehrere Relationen aufzuteilen oder überhaupt erstmal am Anfang
unterschiedliche Tabellen anzulegen, müssen wir eine Möglichkeit haben, wie wir das denn tatsächlich innerhalb der Datenbank machen. Also wir müssen wissen, wie wir innerhalb von einer SQL-basierten Datenbank dann tatsächlich zum Beispiel sowas wie eine neue Relation anlegen. Weil wir haben jetzt den Entschluss gefasst, es klingt irgendwie einleuchtend, wir wollen unsere Kadertabelle entsprechend aufdröseln und daraus auch sowas wie eine Club-Tabelle zum Teil machen. Und damit das funktioniert, brauchen wir jetzt irgendwie das Wissen, wie wir diese neue Tabelle innerhalb unserer Datenbank anlegen können. Da kommen wir zu dem Thema, wie wir Datenbanken manipulieren. Wenn Sie sich an die letzte Woche zurückerinnern, haben wir in der Praxis eigentlich hauptsächlich Informationen aus einer Datenbank ausgelesen. Wir haben ganz am Ende, falls Sie sich das noch angeschaut haben, auf den Folien schon so einen Ausblick in einem Beispiel gehabt, wo wir Daten auch manipuliert haben. Aber eigentlich ging es immer darum, dass wir Daten aus der Datenbank holen und anzeigen. Also wir haben einen Vorgang, der eben entsprechend eher so ein Lesen ist. Wir lesen die Informationen aus der Datenbank aus und wir aggregieren die zu einem Result-Set, was unsere Fragen beantwortet. Das war dieses eher von diesem CRUD-Begriff, den wir kennengelernt haben, diese vier wesentlichen Datenbank-Modifikationsmethoden, die wir so verwenden: Create, Read, Update und Delete. Und was wir uns jetzt anschauen, sind diese anderen drei oder zumindest einer von den anderen drei Begriffen, mit denen wir eben nicht mehr nur Sachen aus der Datenbank auslesen, sondern die Struktur und die Inhalte von unserer Datenbank ganz konkret manipulieren. SQL ist eine Abfragesprache, das heißt, wir können damit Queries formulieren, das heißt aber nicht, dass das nur sich auf diesen Read-Teil der Interaktion mit einem Datenbanksystem bezieht bzw. beschränkt. Sie können auch mit SQL manipulierende Anfragen an ein Datenbanksystem stellen. SQL ist die standardisierte Schnittstelle zwischen Ihnen als Nutzer und Nutzerin einer Datenbank über das Datenbankmanagementsystem, das eben diese Schnittstelle anbietet. Und Sie können mit SQL vollumfänglich diese Datenbank gestalten. Es mag dann vielleicht Einschränkungen geben, weil Sie vielleicht in einer bestimmten Situation nicht die notwendigen Rechte haben, das zu tun. Aber SQL an sich ist eine Sprache, mit der Sie auch solche Queries mal erstellen bzw. formulieren können, die dann den Inhalt der Datenbank tatsächlich ändert. Und das Erste, was wir uns davon anschauen, erst der SQL-Befehl, der dafür uns wichtig wird, ist der Create-Befehl. Das ist genauso wie Select ein Befehl, der in SQL eingebaut ist, der eine bestimmte Funktionalität hat, nämlich ein neues Strukturelement in der Datenbank zu erstellen und den wir nutzen können, um zum Beispiel eine neue Relation in der Datenbank zu erstellen. Also ganz wichtig, vielleicht haben Sie ja schon mal mit diesem SQL-DB-Browser, den ich Ihnen verlinkt habe, rumgespielt. Das ist dieses grafische Interface. Da können wir SQL-Queries erstellen. Wir können uns auf die Datenbank zusammenklicken und über so ein grafisches Interface dann damit interagieren. Aber wir können eben auch SQL nutzen, um diese Struktur zu verändern. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen in unserer Datenbank, die diese Informationen über die Frauenfußballnationalmannschaft hat, eine neue Tabelle ergänzen, in der wir diese Informationen über den jeweiligen Club, den jeweiligen Verein einfügen können. Müssen wir uns überlegen, was brauchen wir da überhaupt für eine Tabelle? Was sind da so die Anforderungen? Und das ist eigentlich jedes Mal, wenn Sie jetzt eine neue Relation für eine Datenbank erstellen oder auch am Anfang Ihre Datenbank im Ganzen planen, der gleiche Ablauf. Sie müssen sich erstmal überlegen, wie wollen Sie diese Relation benennen? Also welchen Namen wollen Sie dieser Tabelle geben, in der Sie jetzt ganz bestimmte Informationen abspeichern möchten? Und natürlich liegt es nahe und es ist jetzt auch, glaube ich, wenig verwunderlich, dass wir da irgendeinen Namen wählen, der möglichst gut beschreibt, was sich in dieser Tabelle am Ende befinden soll.
Wenn da irgendwie Fußballvereine abgebildet sind, dann nennen sie das doch irgendwie Club oder nennen sie es auf Deutsch vielleicht irgendwie Verein. Wenn da Spielerinnen abgebildet sind, dann vielleicht irgendwie Team oder Players oder was weiß ich. Also irgendwie einen treffenden Namen zu finden, der den Inhalt dieser Relation beschreibt, das sollte irgendwie ohne Diskussion natürlich ihre Aufgabe sein. Sie sollten auch berücksichtigen, was es denn so für Konventionen gibt bei der Verwendung von SQL oder SQL-basierten relationalen Datenbanken. Dieses Konzept von Konventionen, das kennen Sie ja schon aus der Programmierung, wenn Sie mit Python gearbeitet haben oder jetzt mit JavaScript. Es gibt einfach so Übereinkünfte, wie mit dieser Programmiersprache oder in diesem Fall SQL umgegangen wird. Das sind keine syntaktischen Vorgaben, also kein Hinweis, wie eine Methode in Java muss irgendwie oder in JavaScript muss irgendwie eine geschweifte Klammer am Anfang haben und am Ende. Und eine Anweisung muss mit einem Strichpunkt abgeschlossen sein. Solche Sachen sind das nicht, das sind syntaktische Vorgaben, sondern es geht bei den Konventionen darum, wie man diese Sprache in dem eher kreativen Bereich, in dem man selber Gestaltungsraum hat, verwendet. Wie formatiere ich meinen Code? Wie bezeichne ich Variablen? Was benutze ich an welcher Stelle vielleicht für Datentypen? Was benutze ich vielleicht, um Informationen abzuspeichern, Variablen oder Konstanten? Wie bezeichne ich diese Konstanten? Wie schreibe ich Bezeichnernamen? Also zum Beispiel in Großbuchstaben, Camel Case oder vielleicht irgendwie mit Unterstrich, solche Sachen. Also Konventionen haben nichts mit dem technischen, syntaktischen zu tun, sondern sind Best Practices dafür, wie Sie mit jetzt in diesem Fall dann zum Beispiel SQL umgehen sollten. Und die Konventionen, die es da so gibt, die haben wir Ihnen hier verlinkt in diesem SQL Style Guide und da steht dann zum Beispiel drin, dass Sie vielleicht irgendwie kleine oder Großbuchstaben benutzen sollen, wenn Sie die Relation benennen. Da steht dann vielleicht drin, dass wenn Sie eine Tabelle haben, in der zum Beispiel die Spieler abgebildet sind, dass die in der Regel in der Singularform bezeichnet werden und nicht im Plural. Also SQL-Tabellen, die heißen dann Player und nicht Players oder User und nicht Users, also Singular versus Plural. Das sind Informationen, die Sie an dieser Stelle berücksichtigen sollten. Die kennen Sie jetzt noch nicht alle. Sie können ja mal einen Blick darauf werfen. Wir versuchen Ihnen auch da immer entsprechend die Hinweise zu geben und zumindest meistens uns auch daran zu halten. Ich habe aber auch gegen ein paar Konventionen verstoßen in dem Beispiel. Aber in dem Moment, wo Sie jetzt kreativ werden können, wo Sie selber auch Tabellen bezeichnen können, wo Sie Attribute bezeichnen können, sollten Sie diese Konventionen versuchen anzuhalten. Sie müssen sich natürlich auch überlegen, was für Informationen gehören in diese Relation, also welche Attribute haben die einzelnen Tupel, die Sie in dieser Tabelle abspeichern möchten und was für eine Art von Information ist das denn eigentlich, die in dem jeweiligen Attribut gespeichert wird. Das haben wir letzte Woche auch schon kurz kennengelernt, dass es in SQL eben dieses Konzept von Datentypen auch gibt, also ein bestimmtes Attribut hat einen bestimmten Datentyp und die Werte, die da drin gespeichert werden, die müssen kompatibel bzw. identisch mit diesem Datentyp sein. Wenn wir am Anfang eine Tabelle aufmachen und sagen, in dieses Attribut kommt Text rein, dann muss da auch bei allen Operationen, die auf der Datenbank ausgeführt werden, an dieser Stelle ein Text übergeben werden. Da können wir dann keine Zahlen oder keine irgendwie anders gearteten Datumsformate oder sowas eingeben. Das muss dann ein Text sein. Wenn Sie diese Informationen irgendwie gesammelt haben, also wenn Sie ein Konzept davon haben, wie heißt meine Relation, wie ist die strukturiert, also was ist das Schema von dieser Relation, welche Attribute sollen dort abgespeichert werden und welche Datentypen möchte ich für die einzelnen Attribute verwenden, dann können Sie sich überlegen, wie Sie diese Relation dann in die Datenbank bekommen. In unserem Beispiel können wir das jetzt mal in zwei Schritten durchspielen. Ich überlege mir zuerst, wie meine Relation aufgebaut sein soll. Und dann zeige ich Ihnen den SQL-Befehl, den wir eingeben müssen, um dann diese Überlegung, diese Struktur, die wir entwickelt haben,
in der SQL-Leitdatenbank tatsächlich unterzubringen. Meine Relation soll Club heißen. Da möchte ich die ganzen Vereine drin speichern. Ich möchte den Vereinsnamen speichern als Text. Ich möchte das Vereinskürzel als Text speichern. Ich möchte das Land als Text speichern. Ich möchte den Ort oder die Stadt als Text speichern. Das Gründungsjahr, endlich mal ein bisschen Abwechslung, möchte ich als Zahl speichern und die Liga wieder als Text. Wir bewegen uns hier in SQLite. Da gibt es nicht ganz so viele Datentypen. Deshalb schaut das jetzt sehr homogen aus. Aber andere Abfragesprachen oder andere Datenbanksysteme würden an dieser Stelle vielleicht auch andere Datentypen unterstützen, mit denen sie in anderen Anwendungsfällen vielleicht dann gezielter die Informationen abspeichern können. Also wenn Sie vielleicht irgendwann mal ein Datum oder sowas haben, was Sie in der Datenbank abspeichern möchten, dann schauen Sie vorher mal nach, ob es nicht vielleicht in der Variante von SQL, die Sie an der Stelle verwenden, einen entsprechenden Datentyp für ein formatiertes Datum zum Beispiel gibt. Die Sachen, die wir hier gleich verwenden werden auf den nächsten Folien, um diese Struktur dann in SQL zu überführen, die funktionieren auf jeden Fall mit SQLite. Also ich habe mich jetzt wieder in diesem Foliensatz auf das Beispiel SQLite bezogen. Wenn ich das jetzt übertragen möchte, also wenn ich jetzt diese Struktur oder eine Tabelle, die auf dieser Struktur basiert, in meiner Datenbank ergänzen möchte, dann mache ich das mit diesem SQL-Befehl. Schaut jetzt irgendwie ein bisschen umfangreicher aus, ein bisschen komplexer aus, aber eigentlich ist der relativ einfach und wir können den mal Schritt für Schritt durchgehen. Dieser Create-Befehl sorgt dafür, dass wir in der Datenbank eine neue Komponente, ein neues Element anlegen. Table sorgt dafür, dass jetzt in diesem Fall eine neue Relation bzw. Tabelle erzeugt wird. Und das in Anführungsstrichen dann danach stehende ist der Name für diese neue Relation. Also wir erzeugen eine neue Tabelle mit dem Namen Club. Und Club. Und was wir dann machen ist, wir ergänzen in diesen runden Klammern die Strukturinformationen für diese Relation. Das ist jetzt Komma separiert, jedes Attribut, das in dieser Relation auftauchen soll, aufgelistet. Und zwar immer als Angabe von zwei Werten, nämlich einmal der Name und der Datentyp und dann nach dem Datentyp noch weitere Informationen, falls notwendig. Aber das Wichtigste ist erstmal Name und als nächstes der Datentyp. Der Name, der da jetzt steht, also Name oder Name, Kürzel, Land, Ort, Gründung und so weiter, das sind, wenn wir jetzt wieder an unser Tabellenbeispiel denken, die Spaltennamen, also das, was ganz oben über einer Spalte steht. Das heißt, jeder Eintrag in dieser neuen Tabelle verfügt über einen Namen, ein Kürzel, ein Land, ein Ort, ein Gründungsdatum und ein Gründungsjahr und die Liga, in der der Verein aktuell gerade aktiv ist. Das sind die Attribute, die diese Tabelle hat. Und wenn wir dann einen konkreten Club eintragen würden, würden wir die entsprechenden Werte einfügen. Also zum Beispiel irgendwie Wolfsburg als Name, das entsprechende Kürzel, dann das Land, in dem der Club dann tatsächlich aktiv ist. Was wir zusätzlich machen können ist, oder was wir auch zusätzlich machen müssen, ist den Datentyp angeben. Und da sehen Sie jetzt in diesem Fall relativ wenig Unterschiede, das sind eigentlich alles Texte bis auf die Angabe zum Gründungsjahr. Das ist ein numerischer Wert, deshalb da entsprechend dieses Schlüsselwort Numeric, um da den Datentyp für diese Attributspalte festzulegen. Und wenn wir das so machen, dann können wir später auch, wenn wir dann Einträge in diese Datenbank ergänzen, nur solche Werte in die Tabelle eintragen, die dann an der entsprechenden Stelle auch mit den Datentypen übereinstimmen. Also Sie werden danach dann, wenn Sie einen Eintrag in dieser Relation erzeugen, als Name immer nur einen Text eingeben können. Nach dem Attributswert folgen dann weitere Informationen, falls das notwendig ist. Ganz oben bei diesem Name habe ich dieses Unique hingeschrieben und das sorgt dafür, dass die Datenbank schon mal so einen Constraint vormerkt, also eine Einschränkung und sich merkt, dass dieser Attributswert
in der Datenbank eindeutig sein muss, in der Relation. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Clubs eintrage, dann müssen die zwangsläufig für das Attribut Name jeweils einen eindeutigen Wert haben. Ich kann nicht zwei Fußballvereine in diese Tabelle eintragen, die den gleichen Namen haben. Das ist dieses Unique-Schlüsselwort, was das dann eben genau verhindert. Und das wird dann ausgewertet und erprobt, wenn es eben einen modifizierenden Zugriff auf die Datenbank gibt. Ganz zu unterst, das habe ich jetzt an dieser Stelle schon mal ergänzt, obwohl es erst auf den nächsten Folien kommt, erstellen wir einen sogenannten Primärschlüssel. Also wir sagen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, welches dieser Attribute ein Tupel innerhalb dieser Tabelle eindeutig gegenüber den anderen identifizieren soll. Das ist ein Konzept, was gleich noch kommen wird. Wir brauchen in der Regel in solchen Tabellen in einer relationalen Datenbank einen sogenannten Schlüssel oder einen sogenannten Key, den jede Zeile, jedes Tupel hat und der auch für jede Zeile eindeutig ist und der uns dann eben ermöglicht, diese Attribute einzeln innerhalb der Datenbank zu identifizieren. Das ist in unserem Fall dieses Name-Attribut, deshalb ist das auch mit dem Unique-Attribut versehen, damit das schön eindeutig bleibt und dieses Primary Key sorgt einfach nur dafür, dass dieser Schlüssel als solcher jetzt in der Tabelle erstellt wird. Wie gesagt, kommen wir gleich noch zu, was das genau bedeutet, aber ich wollte Ihnen jetzt hier nur keinen falschen Code in Anführungsstrichen tatsächlich ergänzen. Sie können sich das jetzt nehmen, diesen SQL-Code, können den in die alte Version von Ihrer Datenbank ergänzen, also im DB SQL Lite Browser diesen Text eingeben und dann würde dort eine neue Relation erstellt werden mit dem Namen Club und mit dieser Struktur. Nochmal der Hinweis, diese Datentypen, die wir jetzt verwendet haben, also Text und Numeric, die sind nicht SQL-spezifisch. Also SQL gibt an der Stelle nicht diese Datentypen vor, sondern das sind Sachen, die SQL Lite, also ein konkretes Datenbanksystem, was unter anderem eine Abfragesprache anbietet, die auf SQL basiert, vorgibt. Also nicht in jedem SQL-basierten System, nicht in jedem relationalen Datenbanksystem haben Sie genau diese Datentypen zur Verfügung. Also zum Beispiel dieses Numeric gibt es nicht unbedingt in einem MySQL-Datenbanksystem, glaube ich zumindest. Heißt es dann vielleicht irgendwie Integer oder so. Das nur so als Hinweis und nochmal für Sie dann eben entsprechend zu beachten, dass Sie alles das, was wir hier auf den Folien sehen, in einem SQL-Lite-Kontext, wenn Sie das ausprobieren wollen mit dem, was wir Ihnen bereitstellen, ohne Probleme anwenden können, aber nicht zwangsläufig das auch in einem anderen Datenbanksystem einfach übernehmen können. Jetzt haben wir diese neue Tabelle, die das akzeptieren wir jetzt einfach mal, dass wenn dieser SQL-Befehl ausgeführt werden würde, diese Tabelle da ist. Jetzt müssen da irgendwelche Informationen rein. Und wir wollen nicht irgendwie diese Informationen händisch eintragen über irgendwie ein Datenbank-Browser wie diesen SQL-Lite-Browser, sondern wir wollen auch das Eintragen von den Informationen über SQL realisieren. Also genauso wie wir die Struktur der Datenbank über entsprechend SQL manipuliert haben und manipulieren können, machen wir auch die Ergänzung von Informationen und von neuen Tupeln in dieser Datenbank und im Speziellen jetzt in dieser Club-Relation über entsprechende SQL-Befehle. Also auch hier SQL als Schnittstelle, um die Datenbank zu manipulieren. Das schaut dann so aus. Also wir lernen einen neuen SQL-Befehl. Insert into, dann der Name der Relation. Ich habe die hier Club genannt und hier habe ich sie Verein genannt. Das müsste ich eigentlich nochmal korrigieren. Ich mache es mal schnell, damit das eindeutig ist und wir uns nicht verwirren lassen. Und dann kann ich Ihnen auch in Ruhe den Befehl erklären. Also wir fügen ein in die Tabelle mit dem Namen Club, in die Relation mit dem Club Werte für bestimmte Attribute
Und das passiert jetzt in SQL in zwei Klammern. In dem ersten Klammerpaar geben wir in kommasepariierter Form die Attribute an, die wir eingeben möchten oder für die wir neue Werte eingeben möchten. Und in der zweiten durch Komma eingeteilten, durch Klammern eingeteilten, kommasepariierten Liste geben wir die Werte für diesen neuen Eintrag ein. Und die werden dann in der entsprechenden Reihenfolge ergänzt. Das heißt, jetzt in diesem Fall fügen wir eine neue Zeile oder ein neues Tupel in die Tabelle Club ein. Und für das Attribut Name wird der erste Eintrag aus der zweiten Klammerung, also FC Bayern München, eingegeben. Das Kürzel, das, oh Gott, das ist ja sehr völlig falsch hier an dieser Stelle. Die Reihenfolge ist verkehrt. Für das Kürzel würde jetzt Deutschland eingegeben, für das Land würde FCB eingegeben werden, also falsch, aber wir können ja mal damit weitermachen. Für den Ort würde wieder richtig München eingegeben werden, für die Gründung 2002 und für die Liga die Bundesliga. Also was hier passiert ist, dass für die neue Zeile die Attribute aus oder die Attributswerte aus dieser zweiten Klammerung dann tatsächlich verwendet werden. Wenn wir wissen, wie die Struktur der Tabelle ist, in die wir einfügen. Und wenn wir alle Attribute setzen wollen, also wenn wir komplett einen neuen Eintrag einfügen möchten mit irgendwie genau den, wie viel sind es dann, sieben Spalten mit entsprechenden Werten, dann können wir uns diese Attributsliste sparen. Und das Ganze wird dann kürzer zu einem Insert into in die Tabelle Club und dann nur eine vollständige Liste der Attributswerte, die wir verwenden möchten. Wenn wir in der ersten Fall irgendwelche Attribute nicht setzen, das heißt, wenn wir da eben anstatt jetzt sieben Attributen vielleicht irgendwie dieses Gründungsdatum vollständig rausnehmen würden und das nicht setzen würden bei dieser Insert-Operation, dann würden da Default- oder Null-Werte verwendet werden. Und das ist übrigens, das machen wir jetzt heute nicht, aber das könnte man theoretisch was machen, machen, was Sie bei der Erstellung von der Relation auch mit berücksichtigen können. Also da können Sie Default-Werte entsprechend auch vorsehen, die benutzt werden, wenn dann so ein Tupel eingefügt wird und für ein bestimmtes Attribut kein Wert mitgegeben wird. Wenn wir die zweite Variante verwenden, also wenn wir das komplette Tupel durch einzelne Werte neu eingeben und dabei die kompletten Attribute, also sieben Stück in diesem Fall, verwenden, dann ist es ganz wichtig, dass wir die Reihenfolge beachten. Also hier in diesem ersten Fall könnte dieser Name theoretisch auch am Ende stehen. Also wir könnten sagen Kürzel, Land, Ort, Gründung, Liga, Name. Da müssten wir nur in der zweiten Klammerung entsprechend darauf achten, dass FC Bayern München dann am Ende steht. Also da würde SQL sich selber irgendwie diese Name, FC Bayern, Kürzel und so weiter zusammensuchen. Das würde klappen. Wenn wir die Attribute nicht ausführen, also wenn wir diese Klammerung hier weglassen, dann ist es ganz wichtig, dass wir bei dieser zweiten Schreibweise entsprechend die Reihenfolge der Attribute genauso wählen, die Attributswerte genauso wählen, wie auch die entsprechenden Spalten in der Relation aufgelistet sind. Also die Relation hat eine ganz definierte Reihenfolge, wie diese Attribute dort gespeichert sind. Das ist, schaut nicht nur so aus in dem Browser, sondern das ist auch so. Die Reihenfolge wird durch die Reihenfolge in dem Create-Befehl vorgegeben. Und wenn wir so eine Insert-Operation ohne Attributsliste durchführen, dann müssen wir genau die Reihenfolge verwenden, die auch in der jeweiligen Relation verwendet wird. Wenn wir ein bestehendes Tupel aktualisieren möchten, und das haben Sie vielleicht schon auf dem Foliensatz von letzter Woche gesehen, dann passiert das mit diesem Update-Befehl. Also auch das ist ein Befehl, der die Datenbank, auf der wir operieren, manipuliert. Da werden jetzt keine neuen Strukturen hinzugefügt, also keine neuen Tupel oder keine neuen Tabellen oder Relationen, sondern wir ergänzen oder verändern den Wert von einem bestehenden Tupel.
Es funktioniert mit dem Update-Befehl. Auch hier wird wieder angegeben, welche Relation denn eigentlich verwendet wird. Wir haben eine Aktualisierungsfunktion, in dem Fall den Befehl set, der für das Attribut Tore einen neuen Wert setzt. In diesem Fall wird der aktuelle Wert inkrementiert um 1. Und dann müssen wir jetzt hier, anders als bei dem Insert into oder Create, auch noch genauer spezifizieren, welches der Tupel wir denn eigentlich manipulieren möchten. Wir wollen ja nicht irgendwie wahllos irgendwelche Werte ändern, sondern bei diesem Update gehört dann in der Regel noch dieser Where-Befehl hinzu, indem sie genauso wie bei dem entsprechenden Select nochmal die Bereiche oder den Bereich innerhalb der Datenbank auswählen, innerhalb der Tabelle, dessen Attribut Tore jetzt in diesem Fall inkrementiert werden soll. Das heißt, wir wählen das Tupel aus, bei dem das Attribut Name den Wert Alexandra Popp hat, und für dieses Tupel zählen wir bei dem Attribut Tore 1 dazu und haben dann damit in unserer Datenbank, vielleicht entwickeln wir gerade irgendwie eine Fußballstatistik-Software, diesen entsprechenden neuen Treffer von Frau Popp irgendwie ergänzt. Also die Aktualisierungsoperation, die Auswahl der betreffenden Zellen. Das sind die drei Sachen, die in diesem Update-Statement wichtig sind. Jetzt haben wir eine neue Relation erstellt. Diese Club-Relation mit den Informationen zu den Vereinen. Wir haben Informationen in diese Relation ergänzt und jetzt möchten wir irgendwas damit machen. Also dieses Aufteilen der Datenbank auf unterschiedliche Bereiche macht nur Sinn, wenn wir auch irgendwas Interessantes damit anstellen. Und was wir damit anstellen wollen, ist in der Regel das Stillen von irgendwie komplexeren Informationsbedürfnissen, als wir das vielleicht in der letzten Woche gemacht haben. Wir wollen vielleicht sowas wissen wie, in welcher Liga spielt denn die Spielerin X? Also, wo spielen irgendwie die Nationalspielerinnen, in welchen Ligen, wie divers ist da vielleicht irgendwie das Umfeld? Wir wollen vielleicht wissen, wie viele Vereine, wie viele Spielerinnen in der Nationalmannschaft von einem bestimmten Verein gestellt werden. Wir wollen vielleicht wissen, von welchem Verein irgendwie die meisten Abwehrspielerinnen gestellt werden und ob es vielleicht sowas gibt wie Spielerinnen, die am selben Ort tatsächlich spielen, also in der gleichen Stadt aktiv sind, aber nicht im selben Verein spielen. Also es gibt es ja ab und zu, dass auch in höherrangigen Ligen durchaus zwei Vereine vielleicht irgendwie aktiv sind im Fußball innerhalb einer Stadt, und vielleicht wollen wir das ja jetzt auch irgendwie für unsere Kadertabelle rausfinden. Zur Beantwortung von dieser diesen Fragen oder auch von komplexeren Fragen sind in der Regel Informationen notwendig, die wir jetzt auf zwei Relationen aufgeteilt haben. Also wir können jetzt nicht mehr zum Beispiel die erste Frage, in welcher Liga spielt die Spielerin X, beantworten, indem wir uns nur eine Relation anschauen, weil diese Information nicht mehr in der Tabelle mit den Spielerinnen drin ist. Da haben wir nur noch die Information, bei welchem Verein die Dame spielt, also zum Beispiel München oder sowas, und die Information, in welcher Liga dieser Verein spielt, die liegt in der anderen Relation. Das heißt, wenn wir jetzt diese Frage beantworten wollen würden, müssten wir uns zuerst anschauen, in welchem Verein spielt Spielerin X und wo spielt dieser Verein, in welcher Liga. Und damit würden wir dann die Frage beantworten, in welcher Liga spielt die Spielerin. Also etwas komplexeres Informationsbedürfnis, und wir brauchen tatsächlich mehr als eine Relation, Informationen aus mehr als einer Relation, um das zu beantworten. Damit das funktioniert, damit wir das eine Tupel und die Informationen, die zu diesem Tupel gehören, in einer anderen Relation verbinden können, müssen wir irgendwie diese Einträge eindeutig kennzeichnen. Wenn ich jetzt weiß, Spielerin X spielt bei dem Verein und wissen möchte, in welcher Liga dieser Verein spielt, diese Information aber in einer anderen Tabelle ist, dann muss ich irgendwie eine Möglichkeit haben, diese beiden Tabellen wieder zu verbinden, also die richtige Zuordnung zu machen. Und das passiert in der Regel durch die Verwendung von sogenannten Schlüsseln. Wir legen fest, dass ein bestimmtes Attribut eines Tupels
als Schlüssel dient, um dieses Attribut eindeutig zu identifizieren. Und wenn wir jedes Tupel eindeutig identifizieren können, dann können wir zum Beispiel auch dieses Tupel mit Informationen aus einer anderen Tabelle verbinden. Also Schlüssel dienen dazu, erstmal ein Tupel oder vielleicht sogar eine atomare Information zu identifizieren. Und wenn wir in vielen Relationen solche Schlüssel haben, können wir dann darüber auch in der Regel die Beziehung zu diesen Relationen aufbauen. Dieser Begriff Schlüssel, den finden Sie hauptsächlich, glaube ich, in diesem relationalen Datenbankmodell, aber das ist eigentlich ein Prinzip, was es wahrscheinlich sogar unter dem gleichen Namen auch in anderen Datenbankmodellen gibt. Also das ist eigentlich ein ganz elementarer Begriff, Key im Englischen, mit dem man eben diese Möglichkeit beschreibt, eine Information, ein Tupel so eindeutig zu beschreiben, dass es keine Verwechslungsgefahr mehr mit irgendwie einem anderen Eintrag gibt. Das heißt, wir müssen irgendwie in unserer Datenbank jetzt solche Schlüssel ergänzen, damit das Ganze funktioniert. Schlüssel sind nicht unbedingt ein einzelnes Attribut, können ein einzelnes Attribut sein. Es ist auch häufig so, dass das so verwendet wird. Die können aber auch eine Kombination aus mehreren Attributen sein. Also je nach Anwendungsfall hat ein Tupel per se vielleicht schon irgendwie eine Information, die es absolut eindeutig macht, also wo es gar keine Verwechslungsgefahr geben kann. Und dann können wir dieses Attribut, diesen Attributswert auch als Schlüssel verwenden. Oder wir müssen vielleicht mehrere Attribute zusammenziehen, weil jedes Attribut selber wiederum nicht unbedingt eindeutig ist. Kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wenn Sie eine Tabelle haben, in der Rechnungen abgebildet sind, also vielleicht sowas wie Empfänger, vielleicht sowas wie einen Gesamtbetrag, vielleicht sowas wie ein Ausstellungsdatum, alles in einer Tabelle drin, dann ist es wahrscheinlich so, wenn Sie irgendwie gut buchhalten, dass jede dieser Rechnungen eine fortlaufende Rechnungsnummer hat. Also Rechnungen sind normalerweise in irgendeiner Art und Weise per se schon über eine Nummer eindeutig identifizierbar. Und falls das jetzt in unserem Fall auch so ist, könnten wir diese Rechnungsnummer, die vielleicht als atomares Attribut in dieser Relation irgendwo drinsteckt, auch direkt verwenden, um tatsächlich diese Rechnung an sich dann eindeutig zu beschreiben. Also das ist ein Beispiel dafür, dass wir eine Relation haben, in der Tupel gespeichert sind, die per se schon ein einzelnes Attribut haben, was diese Tupel eindeutig beschreibt. Anders schaut es vielleicht aus, wenn Sie vielleicht für irgendwie ein Immobilienunternehmen jetzt eine neue Software implementieren und da vielleicht Häuser, also Immobilien in einer Tabelle abbilden müssen und da es vielleicht nicht mehr ganz so eindeutig ist. Also was macht irgendwie so ein Haus? Größe irgendwo an einer bestimmten Stelle irgendwie eine Zahl oder sowas eingeritzt in das Fundament, was ein Haus eindeutig macht. In der Regel identifizieren wir Gebäude über die Adresse. Also eine Adresse ist irgendwie für ein Gebäude normalerweise was Eindeutiges. Es gibt selten irgendwie zwei Gebäude, die exakt die gleiche Adresse haben. Aber eine Adresse setzt sich auch aus mehreren einzelnen Attributen zusammen, zum Beispiel sowas wie die Straße, die Hausnummer, der Ort, vielleicht zur Sicherheit noch die Postleitzahl und das Land, um ganz deutlich alles mit einzuschließen. Und erst durch die Kombination von diesen drei, vier oder fünf Attributen ergibt sich der eindeutige Schlüssel. Also wir können die Häuser in dieser Tabelle eindeutig identifizieren, weil jedes Haus eine Adresse hat. Die Adresse selber setzt sich aber aus mehreren der Attribute zusammen und dementsprechend brauchen wir dann auch all diese Attribute, um ein Tupel eindeutig zu beschreiben. Wenn wir nur die Straße hätten, dann ist es
relativ klar, dass irgendwie es wahrscheinlich irgendwie mehrere Häuser in der gleichen Straße gibt. Es gibt auch in mehreren Orten vielleicht die gleiche Straße. Wenn wir die Hausnummer noch hinzufügen, dann haben wir vielleicht eine Kombination aus Straße und Hausnummer. Das reicht aber auch nicht. Deshalb brauchen wir vielleicht noch den Ort. Also irgendwie sowas wie Bahnhofsplatz 1. Das wird es wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Städten geben. Wenn Sie den Ort und vielleicht noch die Postleitzahl hinzufügen, dann haben Sie wieder einen eindeutigen Schlüssel. So ein paar Begriffsdefinitionen. Wenn wir jetzt über dieses Konzept von Identifikation von Tupeln reden, Schlüssel habe ich schon erklärt, ist einfach entweder ein atomarer Wert oder ein zusammengesetzter Wert, der ein Tupel eindeutig beschreibt. Also wenn wir diese Information haben, können wir jedes genau dieses Tupel in der Datenbank eindeutig identifizieren. Ein Fremdschlüssel ist ein Attribut eines Tupels, das nicht das Tupel selber eindeutig beschreibt, sondern das die Relation oder die Verbindung zu einem anderen Eintrag, einer anderen Relation der Datenbank beinhaltet. Da verweist über diesen Fremdschlüssel das Tupel auf ein anderes Tupel. In unserem Beispiel zum Beispiel der Vereinsname. Jede Spielerin hat ein Attribut Vereinsname. Das ist nicht der Schlüssel von dieser Person, weil es kann ja sein und es ist ja auch wahrscheinlich, dass vielleicht irgendwie mehrere Spielerinnen von dem gleichen Verein in der Nationalmannschaft spielen oder den gleichen Wert hätten. Aber der Name von dem Verein kann Fremdschlüssel sein, weil es irgendwo eine andere Relation gibt, in der diese Vereinsinformationen drinstehen. Und in der Spielerinnentabelle, in der Teamtabelle dient dann dieses Attribut eben als Fremdschlüssel für die Verknüpfung mit der Vereinsrelation. Superschlüssel, und das ist irgendwie jetzt so ein virtueller Begriff mehr oder weniger, das ist die Menge von allen Attributen, die zusammen ein Tupel eindeutig beschreiben. Das ist aber nicht die minimalste Menge. Das ist der sogenannte Schlüsselkandidat. Also Superschlüssel ist erstmal die in der Regel das gesamte Tupel, das dann in sich irgendwie einen Eintrag eindeutig beschreibt. Wenn Sie sich alle Attribute anschauen, die in einer Zeile drinstehen, dann werden die zusammen dieses Tupel eindeutig beschreiben. Weil wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten sie in der Tabelle zweimal genau die gleiche Zeile. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. So ein Superschlüssel ist aber in der Regel viel zu groß. Also sie brauchen gar nicht all diese Informationen, um ein Tupel eindeutig zu beschreiben, sondern es reichen in der Regel auch andere Attribute, weniger Attribute, vielleicht sogar ein einzelnes Attribut. Und all die Attribute oder die Kombinationen aus Attribute, die theoretisch ein Tupel eindeutig beschreiben würden, also diese minimale Teilmenge des Superschlüssels, die bezeichnet man als Schlüsselkandidat. Also das sind die Attribute, die Sie theoretisch verwenden könnten, um dieses Tupel dann eindeutig zu beschreiben. Und das Attribut oder die Attributkombination, die Sie auswählen, um dann tatsächlich innerhalb dieser Relation einen Eintrag eindeutig zu beschreiben, ist der sogenannte Primärschlüssel. Also das ist das Attribut oder die Attributskombination, die wir ausgewählt haben, um als Schlüssel innerhalb dieser Relation dann tatsächlich zu dienen. Spielen wir das mal durch. Ich habe hier wieder unsere Kadertabelle. Der verweist auf eine andere Relation, in der dann zum Beispiel für Wolfsburg oder Lyon die entsprechenden Informationen zu diesem Verein drinstehen. Dann können wir uns jetzt überlegen, was gibt es denn so für Schlüsselkandidaten? Der Name vielleicht, ist der Name eindeutig für tatsächlich jede Spielerin? Das ist jetzt vielleicht im Moment so im Kader. Und wird vielleicht auch ständig so sein, aber wir können eigentlich nicht sicher sein, dass der Name
tatsächlich immer und ewig ein guter Schlüssel ist, weil es könnte ja theoretisch sein, dass es irgendwie zwei Menschen in Deutschland gibt, die den gleichen Namen haben, sowohl den Vornamen als auch den Nachnamen. Das ist jetzt nicht so selten, dass man das nicht berücksichtigen sollte. Und es könnte auch der Fall eintreten, dass das irgendwie zwei Frauen sind, die beide den gleichen Vornamen, den gleichen Nachnamen haben, die beide irgendwie Fußball spielen und am Ende in der Nationalmannschaft enden oder landen. Und dann würde das nicht mehr ein funktionierender Schlüsselkandidat sein, weil eben dieses Attribut Name nicht mehr eindeutig wäre. Viel besser als Schlüssel für diese Kadertabelle ist zum Beispiel die Rückennummer. Die ist nämlich eindeutig. Die ist per se so definiert, dass wir im Fußball keine zwei Spieler oder Spielerinnen haben, die die gleichen Rückennummern haben, weil die Rückennummer ja genau dem dienen soll, der Identifikation der unterschiedlichen Spielerinnen. Das heißt, in dieser Tabelle wäre das jetzt wahrscheinlich keine so blöde Idee, wenn wir einen Primärschlüssel brauchen für diese Relation, die Rückennummer zu nehmen und dementsprechend würden wir die auch als Primärschlüssel auswählen. Jetzt haben wir die Relationen oder die Tupel innerhalb dieser Relationen eindeutig gekennzeichnet, auch in den Relationen, die wir neu hinzugefügt haben. Und jetzt können wir damit beginnen, diese Abfragen oder diese Fragen zu beantworten, die eine Arbeit mit mehreren dieser Relationen tatsächlich erfordert. Weil jetzt haben wir eine Möglichkeit, ist die Rückennummer nur mit der entsprechenden Saison eindeutig? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wenn wir das akademisch beurteilen, würde ich sagen, Sie haben recht. Ich glaube tatsächlich, dass das auch kein eindeutiger Primärschlüssel ist. Da müsste man wahrscheinlich eine Kombination raussuchen, aber ich frage mich gerade, ob Leute in der Nationalmannschaft tatsächlich ihre Rückennummer ändern. Weiß ich nicht. Aber das sind alles konstruierte Beispiele und falls man das tatsächlich in Praxis umsetzen würde, diese Tabelle, würde ich auf jeden Fall auch nochmal drüber nachdenken, ob denn so eine Rückennummer wirklich eindeutig ist. Aber mir ist jetzt kein Fall irgendwie bekannt, wo Nationalspieler oder Spielerinnen irgendwie zwischendurch mal ihre Nummer wechseln. Ich glaube, die sind so lange die gleichen Nummern, bis die Leute aus dem Kader ausscheiden. Weiß ich aber nicht. Also kann sein. Wenn wir jetzt komplexe Fragen beantworten wollen mit irgendwie diesen neu gewonnenen Strukturen in unserer Datenbank, dann machen wir das häufig so, indem wir mehrere Relationen innerhalb der Abfrage verbinden. Also wir machen ganz explizit eine SQL-Anfrage, die sich auf mehrere Tabellen bezieht und die vielleicht dann auch tatsächlich über die entsprechenden Schlüssel oder über bestimmte andere Attribute dann die Tabellen auf eine ganz bestimmte Art und Weise verbindet, um dann das Ergebnis zu produzieren. Diesen Vorgang, zwei Tabellen miteinander zu verbinden, um diese Kombination der Tabellen dann für die Abfrage zu verwenden, die nennt man Join. Das kann sowohl explizit passieren, indem Sie in einer SQL-Anfrage ganz explizit diesen Join-Befehl verwenden, um hinsichtlich bestimmter Kriterien so eine aggregierte, kombinierte Tabelle aus zwei Relationen zu erstellen. Es kann aber auch implizit erfolgen, indem Sie einfach innerhalb der SQL-Anfrage zwei Tabellen verwenden, Attribute aus zwei verschiedenen Tabellen verwenden und dann SQL das Ganze implizit als so eine Verbindung von zwei Relationen auflöst. Informelle Definition davon ist, ich kann es ja mal vorlesen und vielleicht macht das Ganze dann mehr Sinn, vielleicht verwirrt es auch eher, schauen wir mal. Wenn wir so eine komplexe Abfrage über mehrere Relationen durchführen wollen, dann könnte das sowas sein wie, gib mir das Attribut A1 aus T1 und A2 aus T2, also zwei Attribute aus zwei unterschiedlichen Tabellen, für all diejenigen Fälle zurück, wo A1 aus Tabelle T1 den gleichen Wert wie das Attribut A3 aus Tabelle T2 hat.
übersetzt für uns vielleicht, gib mir bitte den Namen der Spielerin aus der Spielertabelle und die Liga-Information aus der Vereinstabelle zurück. In den Fällen, in denen der Vereinsname in der Spielerin-Tabelle den gleichen Wert hat wie der Vereinsname in der Vereinstabelle. Und dann erstellt SQL erst so ein ganz, ganz großes Kreuzprodukt aus diesen beiden Tabellen, sucht sich da alle Verknüpfungen aus und gibt Ihnen dann die Zahlen aus diesem Ergebnis zurück, durch diese einschränkende Bedingung, nämlich den Vergleich von Grundschlüsseln und anderen Primärschlüsseln, zutrifft. Also, ein Beispiel für so einen impliziten Join, also wo wir das nicht bewusst durch diesen Befehl machen, sondern einfach durch die entsprechende Formulierung unserer SQL-Anfrage so eine Kombination aus zwei Tabellen intendieren, wäre die Abfrage, die uns die Antwort liefert auf die Frage auf den Befehl, dass eine Liste erstellt werden soll aller Spielerinnen im Kader und deren Vereine und der jeweiligen Liga, in der sie spielen. Also das ist die Information, die wir in der Spielerinnen-Tabelle nicht haben, die Informationen zu der Liga. Es wird dann so ausschauen, wir selektieren von dem Team, von der Teamrelation den Namen und von der Teamrelation auch den Verein sowie von der Clubrelation die Liga aus den Relationen Team und Club und schränken das Ganze dadurch ein über die Where-Clause, dass wir nur die Fälle berücksichtigen möchten, in denen in der Kadertabelle der Verein den gleichen Wert hat wie der Name des Vereins in der Clubtabelle. Dieses mit dem Punktoperator, diese mit dem Punktoperator aufgeführten Tabellennamen, die dienen einfach dazu, dass sie dann entsprechend genau die Attribute aus einer dieser Relationen in der SQL-Anfrage identifizieren können. Das ist vor allem dann wichtig, wenn vielleicht in den beiden Relationen, hier in Team und Club ist das nicht der Fall, könnte aber sein, die Attribute den gleichen Namen haben. Dann können Sie mit dieser entsprechenden Schreibweise nochmal ganz eindeutig festhalten, welche Tabelle Sie tatsächlich meinen. Aber hier jetzt in diesem Fall zwei Attribute aus der Teamtabelle, ein Attribut aus der Clubtabelle, aus den beiden Tabellen raus, für den Fall, dass in diesem großen Kreuzprodukt, was SQL jetzt aus Team und Club baut, Verein und Name des Clubs identisch sind. Und dann kriegen wir so ein Ergebnis zurück. Schaut wieder aus wie so eine ganz normale SQL-Ergebnistabelle. Nur, was wir jetzt hier nicht sehen können, aber wenn Sie sich so ein bisschen an die Folien zurückerinnern und die Struktur von der Datenbank, diese Informationen, also Alexander Popp, VfL Wolfsburg und Bundesliga, die sind in der Datenbank nicht in der gleichen Tabelle. Also diese letzte Spalte Bundesliga, die taucht in der, oder diese letzte Spalte Liga, die ist in der Team-Tabelle nicht drin. Die ist nur in der Club-Tabelle drin. In unserem Result-Set ist die aber wieder jetzt gemeinsam in den entsprechenden oder mit der entsprechenden Zeile, mit den entsprechenden Spalten aus in der Team-Relation vereint. Die ersten beiden Sachen kommen aus der Team-Tabelle. Die letzte Information kommt aus der Club-Tabelle. Und wir haben die implizit über diesen Join verbunden. Das können wir auch explizit machen. Dann schaut euch die gleiche Anfrage, also das gleiche Informationsbedürfnis, was gestellt werden soll, so aus, gefischt werden sollen, aufgebaut werden sollen aus der Teamrelation und einem Join mit der Clubrelation. Also das, was SQL in dem anderen Fall implizit gemacht hat, diese beiden Tabellen, weil sie kommasepariert in der From-Clause drin gestanden haben, zu verbinden, machen wir hier explizit. Also wir sagen ganz explizit, SQL, bau bitte eine große Tabelle zusammen aus Team und Join, und zwar mit der einschränkenden Bedingung, dass die Tupel so zugeordnet werden sollen, dass Verein
den aus der Teamtabelle und Name aus der Club-Tabelle jeweils identisch sind und suche mir dann aus dieser riesigen Tabelle mit allen Kombinationen eben Name, Verein und Liga raus. Das Ergebnis ist das gleiche, mit dem Unterschied, dass wir in diesem Fall eben explizit diesen Join-Befehl eingefügt haben. Das ist deshalb wichtig, weil es unterschiedliche Arten von Joins gibt. Also wenn wir das implizite Join verwenden, also nicht bewusst diesen Befehl eingeben, sondern nur durch einfach das Verwenden von mehreren Relationen diese Kombination verlangen, dann entscheidet SQL, was für eine Art von Join verwendet werden soll. Wenn wir explizit diesen Befehl eingeben, Join, dann können wir jetzt noch weiter spezifizieren, was für eine Art von Kombination die tatsächlich wichtig ist oder wir verwenden wollen für die Beantwortung von dieser Frage. Und da gibt es unterschiedliche. Das ist jetzt tatsächlich so eine etwas akademische Information, weil Sie in diesem Kurs zumindest nicht in die Situation kommen werden, wo Sie sich Gedanken darüber machen müssten, was für eine Art von Join Sie bei SQL-Abfragen verwenden müssen. Das kann aber tatsächlich sein, und gleich sehen Sie, was es da überhaupt für Unterschiede gibt, dass das gerade so aus Performance-Gründen durchaus eine Entscheidung wert wäre. Also es gibt einen guten Grund, warum man diese expliziten Joins in den SQL-Anfragen verwenden kann, weil es eben manchmal relevant ist, dass man sich dafür entscheidet, eine bestimmte Art der Kombination dieser beiden Relationen zu verwenden. Inner Join heißt, wir nehmen am Ende für die Auswahl der Ergebnistabelle nur die Schnittmenge zwischen den beiden verwendeten Relationen. Also wir sagen, wir wollen einen Join zwischen Team und Verein oder Club haben, anhand von einem bestimmten Kriterium. Soll nämlich der Name, der in der Teamtabelle drin steht, der gleiche sein wie der Name in der Vereinstabelle, und wir betrachten nur die Schnittmenge, die sich daraus ergibt. Die ganzen anderen Attribute aus der linken und der rechten Tabelle, das sagt man so, die sind dann eben entsprechend nicht mehr wichtig. Es gibt die Möglichkeit, ganz explizit einen Left Join durchzuführen. Das impliziert oder sorgt dann immer dafür, dass aus der ersten Tabelle alle Attribute oder alle Tupel verwendet werden und auf der von der rechten Tabelle nur die, auf die das Filterkriterium zutrifft. Dann ist unsere Ergebnisliste oder unsere Menge an Tupeln, aus denen wir dann die Ergebnisliste generieren, wesentlich größer. Wir können das gleiche für die andere Seite machen und wir können ein Full Join machen und dann wird tatsächlich jedes Tupel mit jedem anderen Tupel gekreuzt. Und dann haben Sie die maximale Anzahl an Kombinationen aus den beiden Relationen, mit denen weitergearbeitet wird. Und klassischerweise ist für das, was wir so machen, dieser Inner Join, also diese minimale Schnittmenge, für die Beantwortung der meisten Fragen in Ordnung. Ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, was in SQL so der Standard ist. Ich glaube fast, dass das ein Inner Join ist. Also standardmäßig wird immer diese erste Variante durchgeführt, wenn Sie das nicht genauer implizieren. Also mit diesen Join-Funktionen können wir für komplexere Anfragen Tabellen, Relationen verbinden, wenn wir eben Informationen aus mehreren Relationen brauchen, um unsere Fragen zu beantworten. Wir können mit SQL noch eine ganze Menge mehr machen. Ich habe letzte Woche schon mal angedeutet, dass SQL eine sehr mächtige Programmiersprache ist, also tatsächlich auch eine Programmiersprache. Man kann damit Algorithmen formulieren, man kann auch kleine Methoden schreiben in SQL, die man dann in der Datenbank benutzt. Das ist alles weit von dem weg, was wir so machen. Was wir aber gerade in dem Zusammenhang von so komplexeren
Anfragen auf jeden Fall gut gebrauchen können, sind die sogenannten Aggregatfunktionen. Weil gerade wenn Sie dann jetzt anfangen, so komplexere Fragen zu beantworten, wie viele Spielerinnen spielen irgendwie in Liga XY und wie viele Tore hat irgendwie, haben die Spielerinnen aus dem Verein FC Bayern im Durchschnitt seit irgendwie dem Debüt 2010 oder sowas geschossen, dann machen Sie das in der Regel, indem Sie zusätzlich zu diesem Aggregieren, diesem Kombinieren und Join von mehreren Relationen eingebaute Funktionen von SQL verwenden, die es Ihnen dann eben erlauben, bestimmte Berechnungen durchzuführen. Das sind zum Beispiel, das haben wir in der letzten Woche schon kennengelernt, der Befehl Count, mit der Sie für eine Teilmenge Ihrer Trefferliste einfach erstmal die Anzahl von zutreffenden Tupeln tatsächlich zurückgeben können. Also Sie sagen zum Beispiel, selektiere mir bitte alle Spielerinnen, die beim FC Bayern spielen und dann zähl bitte auch das Ergebnis, sodass ich dann eben nicht nur die Liste habe der Spielerinnen vom FC Bayern, sondern tatsächlich auch die Anzahl der zurückgegebenen Ergebnisse. Ich kann Dinge summieren, kann ich gut benutzen, wenn ich zum Beispiel in unserem Fall die Gesamtsumme von irgendwie Toren oder sowas berechnen möchte. Ich kann Durchschnittswerte berechnen mit der entsprechenden Funktion, ich kann Maximal- und Minimalwerte bestimmen. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Beispiel für einen Fall, wo sowas relevant sein könnte. Ich möchte die durchschnittlichen Einsätze aller Spielerinnen der verschiedenen Positionen aufgreifen. Also wir haben in unserer Tabelle Tor, Abwehr und Angriff. Angriff, Mittelfeld ist zusammengefasst in der Kadertabelle. Ich möchte jetzt herausfinden, wie häufig denn die Spielerinnen und Spieler im Durchschnitt in diesen unterschiedlichen Positionen gespielt haben. Ich bin jetzt kein Fußballstatistiker, aber vielleicht könnte man da irgendwie ablehnen oder absehen, wie erfahren vielleicht die unterschiedlichen Bereiche der Mannschaft sind. Ja, sowas könnte vielleicht irgendwie der Hintergedanke sein. Bin jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich Sinn macht, aber wir wollen einfach erstmal wissen, wie häufig spielen denn jetzt irgendwie die Torwärtinnen, wie häufig spielen irgendwie die Abwehrspielerinnen und wie oft spielen die Leute im Angriff. Was wir jetzt machen ist, wir bauen uns mit diesen Aggregatfunktionen wieder komplexere Anfragen zusammen. In unserem Fall selektieren wir die Position. Wir bilden den Durchschnitt über die Spalte Einsätze. Das ist dieses Average Einsätze. Da casten wir auch nochmal den Ergebniswert, damit das statt so einer Fließkommazahl ein Integerwert ist. Also in SQLite würde da irgendwie sowas rauskommen wie, keine Ahnung, 13,5 irgendwas, wenn Sie diese Average-Funktion verwenden. Wir wollen da eine Ganzzahl haben, deshalb casten wir das zu einem Integer-Wert. Wir benennen diese Ergebnisspalte auch um und die heißt dann ab sofort Einsätze. S-Einsätze ist da das Entscheidende. Also das, was bei dieser Average-Funktion rauskommt als Wert, wird als neue Spalte Einsätze im Result Set gekennzeichnet. Wir sagen, dass wir das Ganze auf die Relation Team anwenden möchten und dann fassen wir mit Group By die einzelnen Ergebnistupel hinsichtlich dieses Eintrags der Position zusammen. Das heißt, diese Average-Funktion wird einmal für alle Spieler und Spielerinnen, die im Tor stehen, ausgerechnet, einmal für alle Spielerinnen, die als Position Abwehr angegeben haben und einmal für alle Spielerinnen, die im Angriff spielen. Also das Ganze wird so ausgewertet, zuerst das Group By und dann die Aggregatfunktion für diese Durchschnittsbildung der Einsätze. Und dann ist das Ergebnis tatsächlich das hier irgendwie. Und wenn man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundwissen hat, dann könnte man das sicherlich auch irgendwie interpretieren. Also kann jetzt irgendwie rein philosophieren, dass vielleicht die Spielerinnen im Tor irgendwie noch relativ neu sind und dementsprechend irgendwie noch wenig
Spiele gemacht haben und wir da vielleicht irgendwie am wenigsten Erfahrung in der Mannschaft vermuten könnten. Wäre jetzt eine Interpretation, die man mit so einer Aggregatfunktion tatsächlich ausrechnen kann. Kann auch noch andere Sachen machen. Ich habe schon angekündigt, Sie möchten zum Beispiel wissen, wie viele Spieler und wie viele Spielerinnen denn in jedem Verein tatsächlich spielen. Also Nationalmannschaft setzt sich zusammen aus Leuten, die irgendwie in ganz unterschiedlichen Vereinen überall auf der Welt spielen. Und wir wollen jetzt wissen, welcher Verein stellt wie viele Vereine, wie viele Spielerinnen und möchten das aber reduzieren auf die Vereine, die mindestens zwei Spielerinnen stellen. Also wenn jetzt irgendwie ein Verein, Lyon oder so, nur eine Spielerin stellt, dann interessiert uns das nicht. Wir wollen einfach nur wissen, welche Vereine stellen wie viele Spielerinnen. Und zwar nur, wenn es mehr als eine sind. Wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Wir selektieren wieder den Verein, also den Namen. Wir selektieren die Nummer und benutzen die aber nicht, um das Ganze auszugeben, sondern um über diese Aggregatfunktion Count die entsprechenden Tupel anhand von diesem Kriterium zu zählen. Das Ergebnis von dieser Summenfunktion oder von dieser Zählfunktion an der Stelle geben wir im Result Set als Attribut Spielerin zurück. Das Ganze machen wir in der Relation Team. Wir gruppieren die Ergebnisse oder die Vorauswahl, bevor wir die Aggregatfunktion verwenden, bei dem Attribut Verein. Das heißt, zuerst wird aus der gesamten Liste geschaut, welche Spielerinnen spielen im gleichen Verein. Und dann wird jeweils für die Tupel, die da den gleichen Eintrag haben, über diese Aggregatfunktion Count gezählt, wie viele das tatsächlich sind. Und bevor wir das machen, fügen wir mit diesem Having noch ein weiteres Ausschlusskriterium hinzu, nämlich dass wir nur die Sachen im danach, Entschuldigung, nicht davor, nur die Ergebnisse anzeigen, bei denen das, was wir da rausbekommen über diese Count-Funktion, nämlich diese Anzahl der Spielerinnen pro Verein, wenn das größer als 1 ist. Das Ergebnis, was da rauskommt, die Ergebnisliste, das Result Set, das sortieren wir dann auch noch nach dieser Anzahl der Spielerinnen und zwar in absteigender Reihenfolge, sodass wir im Ergebnis jetzt eine Liste von den Vereinen haben, die mehr als eine Spielerin stellen. Wir kriegen für jeden Verein raus, wie viele Spielerinnen tatsächlich gestellt werden und dann auch noch diese Liste in der absteigenden Reihenfolge, sodass ganz oben der Verein stehen sollte, der am meisten Spielerinnen stellt. Und das ist, wie wahrscheinlich mittlerweile auch in der Herrennationalmannschaft der FC Bayern München. Aggregatfunktionen sind super. Damit können Sie sehr, sehr viele mächtige Dinge tun und sehr, sehr viele Informationen aus einer Datenbank tatsächlich gewinnen und eben auch in Anführungsstrichen, eigentlich nicht in Anführungsstrichen, Sie können tatsächlich Algorithmen programmieren. Sie können wirklich Dinge und Verarbeitungen formulieren durch die entsprechenden Kombinationen der SQL-Befehle, die weit über das hinausgehen, einfach nur anhand von irgendwie so einem Filterkriterium Werte auszulesen. Also das, was wir letzte Woche gemacht haben, gib mir bitte alle Spielerinnen zurück, die in der Abwehr spielen. Das ist immer nur die Grundlage. Dieses Select from und vielleicht noch so einen Where, das ist das Minimale, was Sie mit SQL machen können. Sie können sehr, sehr viel mehr damit machen. Sie können unglaublich komplexe Fragestellungen beantworten. Und selbst das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, mit diesen Aggregatfunktionen, mit diesen Join-Funktionen, das kratzt nur so an der Oberfläche. Vielleicht auch der Hinweis, wenn Sie dann mal gezwungen sind, sowas produktiv umzusetzen, also tatsächlich mal so ein Datenbanksystem anzusteuern und vielleicht sogar die SQL-Schnittstelle selber zu implementieren, dann behalten Sie das mal im Hinterkopf und überlegen Sie sich immer, was Sie denn so alles in SQL machen können und was Sie dann vielleicht nicht später in einer anderen Programmiersprache machen müssen.
Klassischerweise hängt hinter SQL noch irgendwie eine andere Programmiersprache, vielleicht irgendwie sowas wie PHP und dann wird da der SQL-Befehl ausgeführt oder wenn Sie mit JavaScript unterwegs sind, vielleicht eine SQL-Lite-Datenbank, die angesprochen wird. Also der hängt dann immer noch zwischen der tatsächlichen Anwendung dieser Ergebnisse und dem Generieren der Ergebnisse irgendwie ein anderer Teil Ihrer Anwendung. Und je mehr Sie schon über SQL tatsächlich Ihr Result Set für diesen jeweiligen Anwendungsfall anpassen, desto performanter wird es tatsächlich laufen, weil in Anführungsstrichen und unter ganz vielen Vorbemerkungen und so weiter, weil SQL tatsächlich die Sprache ist, die für genau diesen Anwendungsfall, nämlich das Selektieren von Einträgen aus einer großen Datenmenge optimiert ist. Also JavaScript oder Python oder sowas funktioniert nicht so performant für solche Query-Funktionen wie SQL das ist. Und wenn das irgendwie machbar ist, dann sollten wir uns überlegen, wie wir performante SQL-Queries erstellen können, gute SQL-Queries erstellen können, um dann möglichst schon mit dem vorbereiteten und aufbereiteten Ergebnis in die eigentliche Anwendung einzusteigen. Also SQL. Super wichtig und auf jeden Fall was, wo man auch eine Anwendung gut optimieren kann. Letztes Thema schneide ich jetzt trotzdem mal ganz kurz an, auch wenn wir nur noch 5 Minuten haben. Ich würde Ihnen gerne zumindest erklären, was sich hinter diesem Begriff Datenbank normalisieren verbirgt. Dann können Sie sich im Anschluss die Folien nochmal in Ruhe anschauen. Und wenn es da noch irgendwie Fragen gibt, dann können wir entweder in der nächsten Woche da nochmal drauf eingehen oder das vielleicht auch offline machen. Also Sie müssen das in der Übung zum Teil schon anwenden. Deshalb jetzt vielleicht Schnelldurchlauf, was wir eigentlich darunter verstehen. Ich habe schon zwischendurch mal gesagt, dass irgendwie das Optimieren von Datenbanken ein wichtiger Punkt ist. Das war ja auch so der Ausgangspunkt von der Vorlesung heute. Wir wollen nicht alles in eine Relation packen, sondern die Struktur optimal gestalten. Und das bezieht sich auch noch auf ganz, ganz viele andere Aspekte, dieser Wunsch, eine Datenbank zu optimieren. Wir wollen ein verständliches Schema haben. Wir wollen eine Datenbank schaffen, die strukturell so ausgelegt ist, dass wir auch möglichst performant Abfragen gestalten können. Wir wollen keine redundanten Informationen in der Datenbank haben, weil wir dadurch wieder andere Probleme auslösen würden. Wir würden zum Beispiel, und das erreichen wir, wenn wir redundante Informationen vermeiden, robust gegenüber Anomalien sein. Ich erkläre Ihnen gleich, was damit gemeint ist. Und wenn wir all diese Ziele erreichen wollen, dann ist eine besondere Form der Optimierung von einer Datenbank, von einer relationalen Datenbank zu diesen Zielen die Normalisierung. Darunter versteht man einen geordneten Prozess, der eine Datenbank von einer Ausgangssituation in mehreren Schritten zu einer optimierteren oder optimierten sogenannten Normalform überführt. Also wir haben festgelegt, was es so für Schritte oder Kategorien von guten Datenbankschemen gibt und wir wissen, welche Kriterien eine Datenbank erfüllen muss, um hinsichtlich dieses Schemas irgendwie kategorisiert zu werden. Und wir wissen, was wir für Schritte durchführen müssen, um unser Datenbankschema in diese jeweiligen Normalformen, sagt man dann, zu überführen. Alles, was ich Ihnen jetzt erkläre, können Sie in zusammenhängender Form auch in der Wikipedia nachlesen. Sollte man normalerweise nicht machen, aber der Artikel ist wirklich toll. Dieser Wikipedia-Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia-Normalisierung, den sollten Sie auf jeden Fall sich mal durchlesen. Da sind ganz, ganz tolle Beispiele drin. Teile verwende ich hier auch. Und da wird das alles auch sehr, sehr schön und für eine Enzyklopädie auch sehr anschaulich tatsächlich erklärt. Was der Hintergedanke ist, habe ich jetzt schon mal angedeutet. Wir überführen ein Datenbankschema, ein relationales Datenbankschema in mehreren Schritten in eine Optimalform. Und dazu teilen wir Attribute auf, führen neue Relationen ein und sorgen dann damit, dass wir schrittweise diese ganzen Problemfälle, wie zum Beispiel sowas wie vermeidbare Redundanzen, aus dem Datenbankschema raus optimieren. Also wir schauen immer nach bestimmten Problemen,
lösen diese Probleme in dem Datenbankschema und erreichen damit eine bessere Form. Und dann schauen wir uns die wieder an, schauen, was es immer noch für Probleme gibt und optimieren die wieder hinsichtlich zu der nächstbesseren Form. Und diese einzelnen Abschnitte, zu denen man optimieren kann, die nennt man dann erste, zweite, dritte und so weiter Normalform. Also die erste Normalform ist eine oder beschreibt eine bestimmte Form eines Datenbankschemas, was bestimmte Anforderungen erfüllt. Und die zweite Normalform erfüllt alle Anforderungen der ersten Normalform und geht nochmal einen Schritt weiter, definiert weitere Kategorien und Kriterien, die ein gutes Datenbankschema tatsächlich ausmachen. Um das zu erreichen, können wir dann eben eigentlich mit einem wohldefinierten Prozess diesen Optimierungsvorgang starten. Und bevor wir das machen, können wir vielleicht nochmal ganz kurz zur Sicherheit klarstellen, warum wir das machen. Wir nehmen diesen Aufwand auf uns, so eine Normalisierung durchzuführen, weil diese bekannten Probleme, die ein Datenbankschema, das nicht in der Normalform oder in der zweiten oder dritten Normalform vorliegt, hat, tatsächlich zu großen Problemen führen können. Also das ist nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, sondern diese Problemfälle, die man in so einem Schema feststellen kann, die wirken sich tatsächlich negativ auf die Verwendbarkeit von der Datenbank aus. Wir streben bei der Normalform nach Einzelattributen. Also wir wollen vermeiden, dass in einem Tupel ein Attribut mehr als eine Information enthält, weil wir nur durch so atomare Attribute, die für sich stehen, gezielte Anfragen erlauben können. Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass es irgendwie redundante Daten in den einzelnen Relationen gibt. Also wir wollen vermeiden, dass in zwei Tupeln, die irgendwie einen gleichen Attributswert oder eine gleiche Menge an Attributen haben, diese wirklich einzeln in den einzelnen Zeilen aufgeführt werden, weil wir dadurch dann das Problem hätten, dass wenn sich eine dieser geteilten Eigenschaften ändert, wir das auf jeden Fall in jedem Tupel durchführen müssten, um sowas wie Anomalien zu vermeiden. Also wenn sich der Vereinsname von einer Spielerin ändert, dann sollte der sich für alle anderen Spielerinnen, die in dem gleichen Verein spielen, entsprechend auch ändern. Das Letzte ist, wir machen das einfach aus Effizienzgründen. So eine Datenbank kann auch mal sehr groß sein. Und wenn wir da zum Beispiel Duplikate vermeiden oder die Struktur optimieren, dann wird sich das messbar auf die Performance von der Datenbank tatsächlich auch auswirken. Also eine gute optimierte Datenbank kann nicht nur besser verwendet werden, sondern die kann auch einfach schneller verwendet werden. Es gibt drei Grade der Normalisierung, die für uns am wichtigsten sind. Das geht danach dann noch weiter in weitere Normalformen, aber das, was für uns jetzt in diesem Kurs irgendwie relevant wird, sind eben diese drei ersten Normalformen. Wir gehen davon aus, dass unsere Datenbank überhaupt nicht optimiert und überhaupt nicht normalisiert ist, und das erste Ziel, was wir erreichen können, ist die sogenannte erste Normalform. Und die definiert sich dadurch, dass alle Attribute in einer Relation aus atomaren Werten bestehen. Also da stehen keine zusammenhängenden Informationen mehr drin. Wenn Sie die Gebäudetabelle haben, stehen Hausnummer, Straße und Ort nicht mehr in einer Spalte, sondern die sind aufgeteilt in drei Spalten. Wenn wir das erreicht haben, machen wir einen Schritt weiter und wir versuchen, die zweite Normalform zu erreichen. Da sorgen wir dafür, dass in einer Relation nur die Informationen, nur die Attribute drinstehen, die sich auch wirklich auf das Konstrukt beziehen, das an der Stelle beschrieben wird. Also alle Sachen, die nicht Schlüsselattribute sind, hängen direkt von dem Schlüssel ab. Es gibt keine Zusatzinformationen, die nicht in die Relation reingehören, weil die eigentlich gar nicht zwangsweise über den verwendeten Schlüssel identifiziert werden, sondern eigentlich auch in einer ganz anderen Relation abgebildet werden können. Und die letzte Form
ist dann, dass wir komplett die Abhängigkeiten innerhalb der jeweiligen Relation auflösen und darauf sorgen, dass eben oder dafür sorgen, dass eben alle Nicht-Schlüsselattribute nur noch direkt vom Schlüssel und nicht von den anderen Attributen untereinander abhängen. Also wir schaffen eine Form, in der sich wirklich alles nur noch auf die ausgewählten Schlüsselattribute bezieht. Ich habe Ihnen im Anschluss jetzt noch ein Beispiel mitgebracht, an dem Sie sich nochmal nachvollziehen können, wie diese schrittweise Umwandlung vorgenommen wird. Ich würde jetzt aber sagen, wir brechen ab, damit Sie in die Übung es noch reinschaffen. Und ich würde Sie dann einfach bitten, dass Sie mir ein bisschen Feedback geben, ob Sie da noch weitere Informationen brauchen, ob die Übung auf der Basis von den Informationen geklappt hat oder ob wir das vielleicht irgendwie nächste Woche nachholen sollen. Also sagen Sie mir da einfach mal kurz Bescheid, ob wir in der nächsten Woche einfach weitermachen sollen oder ob wir uns dieses Thema Normalisierung nochmal gemeinsam anschauen werden. Aber ich bin eigentlich auch zuversichtlich, dass Sie sich diesen letzten Teil selber erschließen können. Ich danke Ihnen jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann entweder mit einem neuen Thema oder je nachdem, was ich für Feedback von Ihnen erhalte, auch nochmal mit einem kurzen Rückblick auf dieses Datenbankthema. Vielen Dank und bis dann.